Ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute zu meinem Vortrag Fischreich durch Frankreich. Das Karpfenangeln ist ein Karpfenangeln in Frankreich ist ein Thema, das ich schon seit fast 10 Jahren, würde ich sagen, mittlerweile begleitet auf meinem Weg. Damals mit 18 frisch den Führerschein bekommen, direkt runter an Lac de Saint-Castien gefahren. Ihr wisst ja alle, das ist ein Gewässer, was eigentlich überall in den Medien präsent war. In jedem Magazin hat man irgendwie ein Bild gesehen von den großen südfranzösischen Fischen da. Und damals dann direkt den ersten 40 Fünder in Frankreich gefangen. Und seitdem, Jahr für Jahr, bin ich für mehrere Wochen in Frankreich unterwegs. Und ja, ich würde sagen, so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte war dann letztes Jahr, als ich mit meinem Van fast 3 Monate unten in Südfrankreich war, bis an die spanische Grenze runter. Und da hat man natürlich unglaublich viel gesehen, viele Gewässer, viele Erfahrungswerte gesammelt. Und ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mal ganz basic an. Wir planen quasi unsere Frankreich-Tour. Und das Wichtigste für mich ist immer, dass ich mir am Anfang überlege, welches Gewässer möchte ich denn in den kommenden Wochen oder in den kommenden Tagen beangeln. Und da geht es jetzt nicht gezielt um ein Gewässer darum, es geht eher darum, welche Gewässerart habe ich denn. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 Gewässer gegenübergestellt. Wir haben jetzt hier 2 Drohnenaufnahmen. Auf der linken Seite haben wir ein extrem flaches Gewässer. Das ist ein See, der, da war ich glaube ich Ende März, Anfang April, da hatten wir schon eine Wassertemperatur von fast 15 Grad. Wir sehen sogar schon, das Kraut wuchert hier enorm. Das perfekte Gewässer also fürs Frühjahrsangeln, da kann man wahrscheinlich schon Ende Februar anfangen, weil die Fische da extrem aktiv sind. Auf der rechten Seite seht ihr einen tiefen Stausee, das ist ein alpiner Stausee. Das Bild seht ihr wahrscheinlich in den kommenden Minuten auch das ein oder andere Mal, weil ich das ganz anschaulich finde. Und das ist ein Gewässer, das wird sogar von Gletscherwasser oder von Schmelzwasser gespeist. Und hier war ich Ende Mai, Anfang Juni und da hatten wir auch eine Wassertemperatur von unter 15 Grad. Von daher ist das natürlich eher ein See, den ich im Herbst oder vielleicht auch im frühen Winter dann beangeln würde. Und neben den Gewässern ist natürlich auch so, dass bestimmte Areale mehr erfolgreicher sind oder weniger erfolgreich sind. Zum einen ist es so, dass die flachen Gewässerbereiche, das können Buchten sein, das können auch grundsätzlich flache Gewässer sein, das können Altarme sein, dass die im Frühjahr zu bevorzugen sind. Da haben wir natürlich zum einen ein höheres Wasser, eine höhere Wassertemperatur, das ist für die wechselwarmen Fische natürlich wunderbar. Wir haben hier natürliche Nahrung, die Fische sammeln sich da zum Laichgeschäft, sehen wir auf der rechten Seite schon ganz gut. Das sind immer Bereiche im Frühjahr, April bis in den Mai rein, wo die Fische dann anfangen zu laichen, wo sich die Fische einfach aufhalten. Und wo man natürlich dann im Vorhinein sich auch überlegen muss, hat das Gewässer, was ich jetzt anfahre, diese Gegebenheiten, dass ich da zum Beispiel mich in so einen Bereich reinsetzen kann. Im Sommer habe ich dann ein bisschen die Qual der Wahl, weil die Fische eigentlich überall sein können. Die können irgendwo im zentralen Seekörper sein, die können auch in den Frühjahrsstandorten sein. Sehen wir zum Beispiel hier rechts auf der Seite so eine flache Bucht, die würde ich dann vielleicht im Frühjahr beangeln. Die können, wie gesagt, irgendwo zentral im Seekörper im Mittelwasser stehen. Das ist jetzt hier irgendwo in dem Bereich. Oder hier links sieht man jetzt schlecht, da wo die Staumauer ist, wo der tiefe Bereich ist. Hier versuche ich dann im Idealfall, mir einen zentralen Platz zu suchen. Ihr seht es ja hier, das Zelt steht mittendrin. Hier kann ich quasi alle Bereiche des Seekörpers abfächern. Ich kann eine Route ins flache Wasser angeln, ich kann vielleicht 2 in den tieferen Seekörper angeln und eine vor die Staumauer und versuche natürlich so die Holding Areas oder auch die Zukuten von den Fischen zu finden. Und dann kann ich mit der Zeit, mit den kommenden Tagen quasi Routen weiter umlegen, dass natürlich möglichst alle ans Laufen kommen. Im Herbst ist es dann so, oder das sehen wir hier nochmal kurz als Einschub, wenn ich ein oder zwei Nächte Zeit habe, dann versuche ich immer möglichst strategisch zu angeln. Das wäre jetzt hier beispielsweise dieses zentrale Angeln. Ich habe eine Route, die angle ich relativ nah an die eigenen Füße. Hier ist eine Krautkante, man sieht es vielleicht ein bisschen. Eine Route angle ich vor diesem großen Krautteppich hier, eine in diesem Badebereich, der ein bisschen flacher ist und eine hier vor dieser Landzunge, die sich hier ein bisschen in den See erstreckt. So habe ich eigentlich alle Möglichkeiten hier abgeschöpft, die da sind. Geht natürlich nur, wenn kein anderer Angler am Wasser ist. Und so versuche ich natürlich auch, wie gesagt, die Standorte oder die Zugroute von den Fischen herauszufinden. Wir bleiben bei der Folie gerade nochmal, weil die im Herbst natürlich auch super interessant ist, weil es ist ein Stausee, wo Stauseen haben im Herbst einfach die ein oder andere Besonderheit. Wir haben ja vorne die Staumauer und die ist für die Fische eigentlich ein richtiger Magnet, weil wir haben da unglaublich viel natürliche Nahrung, wir haben da Muscheln, die sich da ansammeln, wir haben hier Krebse, die sich da in den Steinen verstecken und wir haben auch noch einen großen Vorteil im Herbst, denn die Stauseen, die werden natürlich reguliert vom Wasserstand her und im Herbst werden die abgelassen. Das heißt, das Wasser wird dann entweder zur Stromversorgung genutzt oder für Kanäle, für Seen, um die mit Wasser zu versorgen. Das heißt, wir angeln auf gleich 4 Fische in einer kleineren Wasserfläche, was natürlich im Umkehrschluss für uns dann auch einfacher ist. Und wie gesagt, die Staumauern sind ein richtiges Buffet für die Karpfen. Wenn ich jetzt auch noch einen Wind habe, der hier drauf drückt, der irgendwie auch natürliche Nahrung, zum Beispiel aus dem Kraut, darauf spült, Schnecken, Zuckmückenlarven etc., habe ich natürlich auch da unten eine Sedimentschicht am Sockel von der Staumauer, die extrem interessant ist, auch später zum Angeln. Von daher wisst ihr auch ganz genau, welche Plätze im Herbst meistens
dauerhaft besetzt sind. So, jetzt haben wir schon mal überlegt, okay, zu welcher Jahreszeit kann ich in welchem Gewässer angeln, in welchem Gewässertyp und in welcher Region, also in welcher Gewässerregion. Jetzt geht es natürlich darum, wie finde ich denn überhaupt das richtige Gewässer? Und da gibt es für mich, wenn ich in der Planungsphase bin, erstmal drei Optionen. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Zum einen habe ich hier auf der linken Seite Colin Meer. Hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir einmal hier Privatseen raussuchen, ich kann öffentliche Gewässer raussuchen und kriege hier schon die ersten Informationen aus erster Hand. Das heißt, wie groß ist das Gewässer, in welcher Region liegt es, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, also darf ich nachtangeln, kann ich irgendwo ein Boot reinlassen. Das ist die erste Anlaufseite, wenn ich eine neue Region in Frankreich beangeln möchte. Dann haben wir noch GoCarp. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Abklatsch von GeoCarp. Das gab es früher. Da kann ich hier auch wieder auswählen, ob ich einen Privatsee oder einen öffentlichen See mir raussuchen möchte. Hier kriege ich auch Informationen. Ist es eine Nachtangelzone, Nachtangelgewässer etc.? Auch eine mega interessante Seite. Die wächst, glaube ich, gerade auch noch. Von daher auf jeden Fall mal hin und wieder ein Auge drauf werfen. Wenn ich Informationen aus erster Hand benötige, dann schaue ich immer hier nach. Fédération Nationale de la Pêche en France. Das sind quasi die Originalseiten von der entsprechenden Angelbehörde in Frankreich. Und wenn es irgendwelche Änderungen gibt, eine neue Nachtangelzone, Nachtangel würde plötzlich aufgemacht, ich darf plötzlich mit dem Boot ein Gewässer befahren etc., das erfahre ich natürlich alles aus erster Hand hier, weil in diesen Seiten natürlich die Informationen auch ein bisschen veraltet sein können. Von daher muss ich mich natürlich auch immer vor Ort ein bisschen informieren, wie gerade die Bestimmungen und Gegebenheiten sind. So. Also, die Websites müssen wir checken, haben wir gerade schon geguckt. Was auch mega praktisch ist, ist Google Maps natürlich. Bei Google Maps, ich habe jetzt hier ein Beispiel von Salago, kriege ich einfach ein paar Key-Informationen, die ich am Anfang brauche. Zum einen, wo komme ich an See? Hier habe ich beispielsweise eine Slipstelle, die ich direkt anbezeigt bekomme. Dann weiß ich, okay, da komme ich anscheinend mit dem Auto hinfahren, kann auch irgendwie mein Zeug ins Boot laden. Mega praktisch, ich sehe die Wege eingezeichnet, weiß, wo ich langfahren kann. Und ich sehe natürlich auch direkt, wo sind die flacheren Bereiche, wo sind die tiefen Bereiche. In dem Fall wäre jetzt hier irgendwo die Staumauer und hier ist natürlich die flache Bucht, die natürlich dann im Frühjahr auch mega interessant ist. Also da immer auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Was auch mega praktisch ist, gerade wenn ich ein Gewässer habe, wo ich Schiffverkehr habe, da finde ich hin und wieder Tiefenkarten, die ersparen mir einfach unglaublich viel Zeit. Wenn ich jetzt an einem großen Gewässer bin und ich will einen Arm beangeln und ich bin mir nicht ganz sicher, ist der zu tief oder ist der gerade flach, ideal fürs Frühjahr, dann kann ich da meistens schon Informationen rausbekommen. Hier sehe ich jetzt beispielsweise einen See, dass hier die tiefste Stelle ist und hier ist wahrscheinlich eine flache Bucht. Natürlich auch ideal da zum Angeln im Frühjahr. Und da kann ich mir einfach sehr viel Zeit sparen, wenn ich da schon im Internet Informationen finde. Also, Google Maps haben wir gecheckt, Websites haben wir gecheckt. Was hilft auch? Social Media und YouTube natürlich. Gerade an einem öffentlichen Gewässer kann ich immer mal den Seennamen googeln und finde da vielleicht sogar schon das eine oder andere Video. Hilft mir dann am Ende mega, weil ich beispielsweise schon erste Informationen ausklammern kann. Beispielsweise fangen die in einem Video viele Welse, dann weiß ich, okay, ich muss vielleicht mein Futter umstellen, haben die Probleme mit Krebsen, okay, dann angeln vielleicht mit einer Tigernuss oder mit einem Boilie, der gerappt ist. Das sind also alles Informationen, die ich dann über YouTube beispielsweise herausfinden kann. Was natürlich noch besser ist, sind Freunde und Bekannte. Vielleicht kennt man jemanden, der war schon an dem Gewässer, der kann mir schon den einen oder anderen Tipp geben. Mega praktisch, weil ich so natürlich Informationen aus erster Hand bekomme und so viel Zeit spare, wenn ich nur ein, zwei Nächte am Gewässer Zeit habe. Das Beste ist natürlich, wie immer, einfach einen Überblick vor Ort verschaffen. Aber wir reden ja hier gerade noch so ein bisschen über die Tourplanung und die Informationen, die ich filtern möchte. Von daher, wie gesagt, Angeln und Hinfahren nach wie vor das beste Mittel, um am Gewässer Erfahrung zu sammeln. So. Wann darf ich eigentlich in Frankreich angeln? Das sind 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis 30 Minuten vor Sonnenaufgang. Grundsätzlich würde ich immer an Gewässer fahren und mir erstmal ein bisschen vorsichtig sein und erstmal nicht davon ausgehen, dass ich da nachtangeln darf. Und von daher würde ich immer gucken, dass ich mich hier erstmal dran richte, sei denn ich weiß, es ist jetzt ein explizites Nachtangelgewässer wie der Salago oder ich habe eine Nachtangelzone, in die ich mich setzen kann. Ansonsten gilt natürlich hier diese 30-Minuten-Regel. Hier darf ich beispielsweise um 5 Uhr anfangen zu angeln und muss um 20 vor 9 die Routen wieder reinkurbeln. Ansonsten kommt der Besuch von den Kollegen hier und dann wird es teuer. Genau, das sind dann hier die hübschen Schilder, das fand ich ganz amüsant, habe ich damals fotografiert. Pêche de nuit interdit, das heißt dann einfach, dass ich am Gewässer nicht nachtangeln darf und da muss ich natürlich vorsichtig sein, ansonsten gibt es Ärger. An vielen Seen habe ich allerdings Nachtangelzonen, das heißt nicht das ganze Gewässer ist ein Nachtangelgewässer, sondern ich habe solche Zonen, die sind hier rot markiert, ihr seht es. Das ist ein Gewässer, wenn mich Leute fragen, hey, ich will nach Frankreich fahren, ich möchte den einen oder anderen Fisch fangen, habe aber nicht so die Erfahrung, dann sage ich denen immer, geht hier hin, ist nämlich ideal. Weil an vielen französischen Gewässern sind die Nachtangelzonen in irgendwelchen unmöglichen Orten. Zum Beispiel hier nur ein kleines Stück in so einer Bucht drin. Hilft mir überhaupt nicht, weil die Fische dann wahrscheinlich genau hier oben drin stehen.
Die wissen ja ganz genau, wo der Angeldruck ist und dann versuchen sie natürlich auch auszuweichen. Hier habe ich aber die Möglichkeit, von allen Nachtangelzonen eigentlich ideal den See zu beangeln und braucht dann quasi gar nicht den gesamten Wasserkörper, sondern hier reichen mir die Nachtangelzonen schon vollkommen aus. So. Das große Problem, was ich in Frankreich in öffentlichen Gewässern habe, ist, dass die Plätze vorher natürlich nicht buchbar sind. Ne? Wir reden ja hier so ein bisschen über das Abenteuerangeln. Und da kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass ich hier an den Platz, den ich mir vorher ausgesucht habe, hinfahre einfach und der ist frei und jetzt kann ich hier meine Traumsession erleben. Das passiert einfach nur in wenigen Fällen oder wenn ich Glück habe. Gerade zur Primetime sind beliebte Stellen, ich habe es hier nochmal angegeben, Flachwassergebiete, Nachtangelzonen oder Plätze vor Staumauern einfach dauerhaft belegt. Und da muss ich einfach Glück haben, dass diese Stellen gerade frei sind oder ich spreche mit den Anglern und die sagen, ey, pass auf, ich hau morgen ab, kann ich die Stelle natürlich auch beziehen. Ansonsten für mich extrem wichtig, Alternativgewässer haben. Das heißt, ich fahre nur in eine Region, wo ich ein ähnliches Gewässer in der Umgebung habe, was ich dann anfahren kann. Und somit spare ich mir natürlich die Zeit, dass ich nicht durch ganz Frankreich fahren muss, um einen neuen Flachlandsee zu finden, sondern ich fahre vielleicht eine halbe oder eine Stunde und dann bin ich an einem ähnlichen Gewässer, wo ich dann wieder vielleicht das Glück habe, dass die Stelle frei ist. So, es gibt allerdings Sachen, mit denen ich planen kann. Und das sind zum einen, dass ich Ferien und Feiertage vermeide. Klingt vielleicht jetzt unrealistisch, weil man sagt, ich habe ja einen Feiertag, da will ich natürlich angeln gehen. Ist auch schön und gut. Das Problem ist, den haben alle. Das heißt, alle fahren ans Wasser und die Stellen sind dann dauerhaft besetzt, weil ich mehr Angeldruck habe. Das heißt, ich überlege mir im Vorhinein genau, okay, wer hat alles Feiertag? Deutschland, Holland, England und Frankreich. Die spielen alle mit rein, weil die hocken natürlich alle an meinem See. Und wenn ich zum Beispiel über Ostern ans Gewässer fahre, kann es sein, dass der ganze See voll sitzt. Deswegen versuche ich solche Daten immer zu meiden, um da möglichst meine Ruhe zu haben. Denn weniger Angler heißt mehr freie Stellen, ganz einfach. Womit ich allerdings planen kann, sind Wetterkonstanten. Zum Beispiel den Mond. Mondphasen kann ich beachten. Wer jetzt zum Beispiel extrem an Vollmond glaubt, kann man natürlich ganz gut planen. Ich kann sehen, wie sich der Luftdruck verändern wird in den kommenden, 14 Tagen. Und dementsprechend natürlich besser auf Tiefdruckphasen und auf das Wetter achten. Ansonsten versuche ich immer, entweder das Gewässer zu meiden. Beispielsweise, ich habe eine Hochdruckphase, ich habe 30 Grad. Ich habe kein Wasser auf dem Flachland, keine Welle auf dem Flachlandsee, dann würde ich mich da jetzt nicht eine Woche hinsetzen, sondern versuchen, vielleicht an ein tieferes Gewässer oder in die Alpen auszuweichen. Ansonsten im Idealfall einfach den Urlaub verschieben, wenn das irgendwie geht. Wo kriegt man überhaupt die Angelkarte her? Das ist die Karte Pesch. Wir sehen sie hier immer ausgedruckt, so sieht die aus, also das sah letztes Jahr aus. Da gibt es Tages-, Wochen- und Jahreskarten und die ermöglicht mir in diesen drei großen Departements, wir sehen sie hier, zu angeln. Und zwar sind da 91 von 96 französischen Departements in dieser Vereinigung drin. Das heißt, wenn ich die Karte habe, kann ich quasi in alle öffentlichen Gewässer, die hier diese drei großen Fischereiverbände umschließen, angeln gehen. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, zum Beispiel im Elsass, da brauche ich dann eine Zusatzkarte, die kann ich mir dann für 20, 30 Euro einfach dazu buchen. Das ist ziemlich unkompliziert und dann kann ich quasi an diesem Departement auch noch mit angeln. So, wir hatten ja gerade schon mal gesehen, es gibt Nachtangelzonen. Und das meiste, was wir aber vorfinden, sind Tagangelgewässer. Und Tagangelgewässer sind schwierig, weil ich einfach da einen Druck auf mich selber habe. Ja, ich muss morgens in aller Früh aufstehen, die Routen fahren, ich muss abends die Routen wieder rauskurbeln, alles für den nächsten Tag vorbereiten. Das heißt, die erfordern sehr, sehr viel Disziplin und viel Motivation, haben aber den Vorteil, dass ich zum einen weniger Angler habe und zum anderen einen ganz geilen Fischbestand habe. Und von daher sich das durchaus lohnen kann, diesen Mehraufwand auf mich zu nehmen. Mir ist es dann extrem wichtig, dass ich ein kompaktes Tackle habe, was mir nicht irgendwie im Weg rumsteht, sondern dass ich schnell mit dem im Rennen bin. Das heißt, alles vorbereitet habe am Abend, die Rigs präpariert habe, weil wer irgendwie um 4:30 Uhr noch aufsteht und dann noch seine Rigs zusammentüttelt, da auch keiner Bock drauf. Von daher alles möglichst am Abend oder tagsüber vorbereiten und dann am frühen Morgen loslegen, weil die frühen Morgenstunden und Abendstunden sind natürlich an solchen Gewässern die absolute Topzeit. Im Herbst und Winter sind die Tagzeiten oder die Tagphasen manchmal so kurz, dass sich das nicht lohnt, weil die, das einfach nicht in Relation steht, wenn es irgendwie schon wieder um 4 Uhr dunkel wird oder um 5. Von daher versuche ich in solchen oder in den dunkleren Monaten solche Gewässer dann eher zu vermeiden. So. Häufig werde ich gefragt, wenn ich jetzt an Gewässer fahre,
arbeite ich jetzt hier mit Futter, kippe ich hier richtig ab oder soll ich hier instant angeln? Und ich habe hier so eine kleine Formel aufgestellt, wenn ich 1 bis 2 Nächte nur am Gewässer bin, dann versuche ich, so wie ich es eben gezeigt habe, strategisch zu angeln, also alle möglichen Gewässerbereiche abzuangeln. Und da habe ich kleine Fallen, attraktive Hakenköder und versuche auf den einen Biss zu angeln. Ja? Das heißt, hier angle ich nicht auf dem Futterplatz, wo ich quasi immer nur die Ruten drauf schnicke, sondern ich versuche schon, die Ruten so zu verteilen, dass er eine mindestens laufen kann. Wenn ich allerdings mehr Zeit habe, also 3 Tage, und das Gewässer und die Jahreszeit, also die Bedingungen, das erlauben, dann kann man natürlich wunderbar mit Futter arbeiten. Wie gesagt, die Bedingung oder die Voraussetzung ist, ich habe mehrere Tage Zeit, ich kann den Spot irgendwie meiden, also ich kann da Ruhe einkehren lassen, damit die Fische in Ruhe fressen können, und ich muss natürlich den Spot regelmäßig kontrollieren, um dann quasi rauszufinden, ob das Futter natürlich auch angenommen wurde. Das ist extrem wichtig. Ich kann diese beiden Taktiken allerdings auch ein bisschen kombinieren. Ups, hier haben wir es. Auf der linken Seite, wie gesagt, Instant-Angeln mit dem PVA-Bag quasi noch ein attraktiver Hakenköder. Ich habe noch ein bisschen Hanf, Dosenmais und Tigers vielleicht dabei und ein Kohlenhydrat-Boilie, der schnell arbeitet im Wasser. Ich kann aber auch Instant-Angeln und dann ein bisschen mehr Futter verwenden. Und dann nutze ich gerne einen resistenten Köder, beispielsweise Feed Great Fish oder Feed Great Fruit, der einfach von der Konsistenz her sehr hart ist, den ich gut füttern kann. Den angle ich natürlich auch als Hakenköder. Und damit da jetzt nicht nur irgendwelche Steine am Boden liegen, die ewig brauchen, bis sie von den Fischen angenommen werden, ummantel ich die gerne noch mit ein bisschen Liquid und vielleicht einer Panade. Das heißt, die sind dann attraktiv, können aber nur von den größeren Fischen gefressen werden, weil eine Schleie oder eine Brasse oder ein kleinerer Karpfen, die würden sich mit einem 24er oder einem 30er Feed Great Fish einfach schwer tun. Von daher ist das so die Möglichkeit, hier so ein bisschen instant mit Futter zu kombinieren. Und natürlich kann ich auf den Hakenköder ein bisschen mehr füttern, vielleicht sogar 1-2 Kilo, je nachdem, ob es das Gewässer das hergibt. Und somit natürlich dann, wie gesagt, beide Taktiken mit ein bisschen miteinander kombinieren. So, jetzt haben wir es. Ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht. Irgendwie will der Beamer gerade nicht so, wie ich will. So, da haben wir es. Das ist quasi ein Gewässer, was ich jetzt zum Füttern nehmen würde, weil wir haben hier einen relativ tiefen Seekörper und wir haben eine flache Uferkante. Man sieht sogar schon, hier ist die Uferkante mit einem Schilf- und Seerosenbewuchs. Und die Fische patrouillieren hier einfach die Uferkante lang. Es ist natürlich ideal, dass ich hier quasi einen Streifen fütter und die Fische patrouillieren da entlang und kommen dann so oder so auf mein Futter. Und eine ideale Stelle kann zum Beispiel so aussehen. Ich habe hier eine flach ablaufende Kante, die flach in den Seekörper reinläuft, und die Fische patrouillieren natürlich vom tiefen Wasser in diese Seerosen rein, wo sie natürlich nach natürlicher Nahrung suchen. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt hier drin angeln will, weil das natürlich auch wieder ein Thema ist, da einen Fisch rauszukriegen, kann ich einfach an der Kante entlang füttern und versuchen, so die Fische, die hier entlang ziehen, abzupassen. Das wäre jetzt quasi hier noch ein Beispiel fürs Instant-Angeln. Ich habe jetzt hier mit der Drohne in einem Krautbereich einen großen Fisch gesehen, der wird 25 plus haben, und will den gezielt angeln, oder sein Kumpel, der wird wahrscheinlich auch über 20 Kilo schwer sein. Hier habe ich natürlich kleinere Krautlücken immer wieder zwischendrin. Ihr seht es hier, da ist es natürlich ideal, wenn ich hier einen attraktiven Hakenköder mit einem attraktiven Grundfutter reinlege und so auf den einzelnen Biss einfach hoffe. So, jetzt gehen wir noch kurz darauf ein, welches Tackle ich überhaupt brauche. Grundsätzlich versuche ich natürlich immer, mein Tackle dem anzupassen, was ich geplant habe. Wenn ich jetzt an einen Wurfsee fahre, dann würde ich natürlich 12 oder 13 Fußrouten mitnehmen. Im Idealfall sind es aber nur 10 Fußrouten, weil ich die mit dem Boot oder mit dem Futterboot natürlich ideal rausbringen kann. Rollen mit einem 0,22er Geflecht beispielsweise und einer Schlagschnur natürlich. Ich brauche hier ein bisschen Puffer, gerade am Flachlandsee, wo man noch ein bisschen weiter raus muss, ist natürlich so, dass ich viel Schnur brauche. Ich brauche quasi die Elektrik, die rein muss, also die Tura-Box mit Kabel, auch immer wichtig, um alles Mögliche aufzuladen, von Kopflampe bis Handy übers Echolot etc. Banksticks in verschiedenen Längen. Wenn ich zum Beispiel die Routen ins Wasser stellen muss, brauche ich längere Banksticks. Wenn ich irgendwo am Ufer aufbauen kann, vielleicht auch kürzere. Verschiedenstes Endgame natürlich, Haken unterschiedlichen Größen, alles, was ihr sonst auch dabei habt. Wichtig ist mir natürlich auch noch, dass ich Blei in verschiedenen Gewichtsklassen dabei habe. 80 Gramm eher fürs Werfen, 200 Gramm aufwärts dann fürs Ablegen auf weite Distanz. Schlauchboot natürlich auch immer so ein Thema. Ihr seht jetzt hier rechts das 2-10er im Camo. Das habe ich eigentlich immer dabei. Das ist so das Allround-Boot für mich. Wenn ich jetzt an einem größeren Gewässer bin, wo natürlich auch viel mehr Wellen sind, dann nutze ich lieber das größere Boot, also das 2-60er. Oder je nachdem auch ein Futterboot, wenn man weiß, dass jetzt beispielsweise das Gewässer das nur hergibt und ein Boot verboten ist. Futter komme ich gleich noch kurz drauf zu. Carbcare klassisch, ihr seht es auch hier, passt alles unten in den Van rein. Oben kann man perfekt drin pennen. Von daher alles wunderbar verstaut. So, Baits und Partikel.
Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie viel Futter nehme ich denn überhaupt mit, dann kann man ja denken, okay, ich nehme jetzt 50 Kilo mit oder nehme ich 100 Kilo mit oder sogar noch mehr. Da ist es mir immer besonders wichtig, auf die drei Variablen einzugehen. Gewässer, Jahreszeit und Fischbestand. Und die sind quasi für mich ausschlaggebend, wie viel Futter ich im Endeffekt mitnehme. Für einen Futterplatz ist es so, dass ich in der Regel mit 5 bis 10 Kilo Boilies plus Partikel starte, um den Spot quasi großflächig zu aktivieren. Und dann brauche ich natürlich auch noch Nachschub, um, wenn die Fische den Spot gefunden haben, den am Laufen zu halten. Und während des Angelns brauche ich aber gar nicht so viel, dann nehme ich nur 1 bis 2 Hände Boilies, weil ich natürlich will, dass die Fische schnell auf meinen Hakenköder kommen. Als klassischen Futterplatz-Boilie nehme ich einfach Fischmehlköder, also Feed Grade Fish oder Feed Grade Fruit, der sehr resistent ist, kann man sogar noch ein bisschen nachhärten lassen, wunderbar. Wenn ich allerdings viele Krebse habe, Welse, Katzenwelse, dann besonders gerne Partikel, Tigernüsse beispielsweise oder klassisch Mais. Und wenn ich Instant angeln möchte, dann eigentlich nur Kohlehydrat-Boilies wie saure Biene oder Milky Ocean, sowas in der Richtung. Und ein großes Problem natürlich auch noch von Partikeln, muss man auch noch dazu sagen, sind, dass sie extrem schwer sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Eimer mit Zigernüssen mitnehme und da noch Wasser drin ist, dann wiegt das Ding irgendwie 20 Kilo später. Das heißt, da versuche ich natürlich dann eher trockene Partikel mitzunehmen und die am Wasser zu kochen, um mir einfach das Gewicht zu sparen. So, abschließend kommen wir noch zum Thema Rigs. Mir ist es besonders wichtig, dass es einfach, aber effektiv ist. Es muss schnell nachgebunden werden und es muss allroundmäßig in verschiedenen Situationen am Wasser anwendbar sein. Ihr seht mal schon mal die Bilder. Ich habe hier einen klassischen Kicker oben drauf. Ich habe hier eine Art White-Gape-Haken mit einem Schlauch noch klassisch drauf. Also klassisches Blowback-Rig, wie ihr es auch kennt. Und das kann ich eigentlich in 99% aller Fälle nutzen. Vielleicht hin und wieder, wenn ich jetzt Bodenkraut habe, noch einen Pop-Up-Rig, Multi-Rig oder sowas in der Richtung. Aber ansonsten das klassische Blowback-Rig. Standardlänge 18 cm. Mir ist es, wie gesagt, wichtig, dass es schnell nachzubinden ist und in verschiedenen Situationen anwendbar ist. Und da brauche ich am Wasser nicht noch irgendwie mit dem Rig rumzufummeln, weil wir am Wasser natürlich auch uns schnell auf die Situation einangeln möchten. Und da möchte ich am Rig einfach nicht so viele Gedanken verschwenden. So, jetzt habe ich abschließend für euch nochmal alle 10 Tipps zusammengefasst. Oh, den Tipp 10 sieht man nicht, weil es irgendwie abgeschnitten ist. Lese ich euch vor. Also, Gewässer nach der Jahreszeit auswählen, hat man eingangs geklärt. Gewässer findet man über die klassischen Seiten APMA, GoCarp und Colin Mair. Alternativgewässer sollte man immer parat haben, falls das angepeilte Gewässer besetzt ist, falls da zu viele Angler sind. Mond, Wetter und Luftdruck, damit kann ich planen, mit anderen Anglern am Wasser nicht. Wenn ich aber Feiertage und Wochenenden vermeide, dann ist meistens wenig am Wasser los. Mit der Karte Pêche kann ich in über 90 Departements in Frankreich angeln, also fast überall. Tagangelgewässer erfordern viel Disziplin und Motivation, sind aber häufig lohnenswert, weil da der ein oder andere gute Fisch drin schwimmt. Vorfordern über Instant ist oft eine Frage der Jahreszeit und natürlich auch des Gewässers und des Fischbestandes. Tackle-Check, flexibel bleiben und für alle Eventualitäten gerüstet sein. Und dann habe ich als Punkt 9 noch Baits und Partikel. Ist auch abhängig von Jahreszeit, Mitessern und Angeltaktik. Und Tipp 10 seht ihr jetzt hier nicht, ist aber das Rig, dass man das einfach, aber effektiv hält. Das war's von mir. Ihr könnt gerne nachher noch Fragen stellen. Ich bin ja hier nur unterwegs. Ansonsten, wenn ihr nach Frankreich fahrt, wünsche ich euch viel Erfolg und denkt immer daran, das eine oder andere kann ja hilfreich sein. Vielen Dank.